Ja, jetzt geht's weiter mit Euro Truck Simulator 2. So, wir sind Grimsby. Auftrag. Grimsby landen. 12.000, ne? Fahren wir nach landen. Halt. Shit. Wo muss ich hin? Munition, WGCC, okay. Ach ja. So, Licht kann aus. Kann 1. So, WGCC. Die Suche beginnt. Wo war das jetzt hier? Ich glaube auf der, da wo die Töpfe sind. Da, die, da muss es sein. Ist in England, das heißt, wir müssen so da gucken. Gehabt. Jetzt rupfen ein bisschen. So, da kommt nichts. Jetzt kommt hier eine Masse an. Die haben die grünen. Da ist frei. WGCC, da ist die Einfahrt. Okay. Ich habe Vorfahrt. Wenn ich schön lesen kann, ist da vorne. Jetzt fahren wir hier rein. Da, 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 da. Wie ihr seht, ich fahre ohne Navi. Weil es einfach aufregender ist. Ich weiß nicht, wie ich da langfahren muss und so. Vielleicht suche ich die Ausfahrt wieder. Vielleicht mache ich mal ein Video von, wie ich die Ausfahrt suche. Machen. Dum, 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 dum. Nochmal zurücksetzen. Kurz aussteigen. Ankoppeln, Sicherungsstift reindrücken. Oder geht es automatisch rein? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll ein Sicherstift sein, damit die Ladung nicht rausgeht. Wenn die offen ist, dann kann der Anhänger abgehen, so ich das gehört habe. So, jetzt die Ausfahrt finden. Ich glaube, ich hier aufgehört habe. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Ausfahrten hier. Wo fahre ich lang? Da ist gesperrt. Da kann man nur links abbiegen. Fahre ich darum? Ich fahre darum. Erster Gang ist drinne. Das sieht man hier. Das sehe ich gut an dem LKW hier. Jetzt suchen wir die Autobahnausfahrt. Ne, die Autobahn. Aus der Stadt rauskommen hier. Und ohne Navi ist es natürlich schwer, ne? Ups, da war der Kennstein. Ja, Let's Play will ich davon wohl nicht machen. Das lohnt sich nicht. Erstens haben schon zu viele gemacht. Da glaube ich weniger, aber ich war hier rum. Ja, schwierig, kann ich damit genommen. Let's Play lohnt sich nicht, weil man einfach zu wenig darüber reden kann. Und es haben schon zu viele gemacht. Da sehe ich keinen Sinn und Zweck mehr. Habe ich jetzt Vorfahrt in der Vorfahrt? Ich sehe die verdammte Ausfahrt. Weko. Dann einen Händler gefunden, sehr gut. Ja, hier haben wir rot. Vorne ist gesperrt, das heißt entweder rechts oder links. Ich glaube, ich muss darum, ne? Ach, grün. Ach, Mano, ich suche die Ausfahrt. Ich glaube, ich fahre im Kreis. Der Kreisel, sehr gut. Das heißt, wir müssen hier rüber. Und ich denke mal, hier geht's raus. Oder auch nicht. Hilfe!
Karte, aber mach ich nicht. Ah, sieht gut aus. Hier ist Radarfalle, also da geht's die Ausfahrt. Nach London. Ach scheiße, wir gehen nachgeguckt, wo wir abliefern müssen. Wir schauen mal kurz nach. Alt, falsche Taste. NBFC. Das muss ich mir merken. Okay. So. Wir verlassen jetzt hier Grimsby. Fahren gen London. Fehlt nur Cambridge. Ah, Cambridge, ne? Obwohl. Scheiße, wo ist es lang? London war irgendwo anders hin. Na, wenn sich ausgeschildert, ist es schwer. Ne? Ich weiß nicht genau, wo Sheffield ist, Cambridge. Cambridge war glaube ich im Norden, ne? Fahre ich doch quer durch England hier wahrscheinlich. Wo ich gar nicht hin will. Birmingham. Birmingham, Birmingham. Naja, ich fahre Richtung Birmingham. Kennst du, wie von da komme ich ja? Da kommt was. Das frei. Das. Ja, der will ab. London dran stehen. Ich schaue nicht viel mehr dran. Naja, mal sehen, wo wir hinkommen. Birmingham. Birmingham ist doch weiter im Norden, ne? Birmingham. Cambridge. Frage. Naja, ein bisschen Zeit haben wir ja, ne? Ich will aus England raus. Ich verfahre mich andauernd hier. Scheiße. Naja, sehen wir mal eine schöne Strecke hier, schöne Landschaft. Ich weiß, ihr werdet anders gefahren, ihr wisst das. Aber ist nicht so einfach. Fahr mal ohne Navi irgendwo hin, wo du noch nie warst. Halt, falscher Gang. Kurve. Hilp. So, Service. Oh, was steht da drauf?
Service ist 200 Yards. Da ist er. Also wollen wir nicht hin. Oder? Tanken? Nee. Drei Viertel voll. Viertel leer. Naja, mal gucken, wo ich ankomme. Wann ich ankomme da. Birmingham, Birmingham. Meines war bei der... Ich glaube, wir müssen rechts runter nachher, ne? Einmal auf eine Autobahn kommen hier. Grimsby ist hinter mir. Das heißt, wir fahren schon mal weg. Mit der fahren wir jetzt nach Osten. Nach Westen. Wir fahren, ich glaube, wir fahren westlich, fahren wir, glaube ich, ne? Sheffield war aber erst westlich, glaube ich. Birmingham war, glaube ich, nördlich, ne? Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt nach Norden fahre. Ah. Birmingham im Norden. Und ich muss nach Süden, ne? Ah. Mann, gib Gas da. Was darf ich holen? Ah. Jetzt geben sie Gas, ne? Scania überholen Volvo. War noch Volvo, ach, der neue. Sah so aus. Vielleicht mache ich diese Folge als Let's Play, weil ich jetzt ziemlich viel rede. Dass ihr mal seht, wie schwer ich mich hier tue mit, ohne Navi und ohne Nacht zu gucken. Birmingham, Sheffield, Cambridge, Sheffield, Sheffield, Birmingham, 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 Sheffield. Oh man, ich weiß nicht wohin. Ach, fahr ich hier runter. Birmingham ist, glaube ich, zu nördlich. Nicht die englische Karte so hier im Kopf, das ist Mist. Ich weiß, wo London ist. London ist in der Mitte ungefähr von England. Nee, Kraus ist Grimsby. Ich war hier im Kreis. Oh Mann. Ups. Vorsicht, Explosiv hinten drauf. Immer auf die Autobahn. Die Kugelscheiße. Die hört sich besser an, die Fanfare. Ah, wo war jetzt Sheffield? Sheffield war... Naja, auf der Autobahn kann man es besser sehen, ob ich richtig oder falsch bin. Ach, sieht man wieder nicht hier. Ach, Mist. Die E-Reise durch England. Durch Großbritannien. Ich könnte zwar die Karte anmachen, aber... Ist der Spaß weg. Ah. Falsche Gang hier so. Mann, scheiß Berg hier. Der Wagen ist zu flach, zu schwach. So. Umkreisen schon die Vögel. Die warten darauf, dass ich hier total versage. Aber irgendwann finde ich schon London. Auch wenn ich hier mehrere Tage unterwegs bin.